Hey, that's mine. What do you mean, yours? You've been stealing again. What happens if they catch you? We need you to be there for us, Vaughn. You're no good to anyone if you're locked away in a dungeon. Oh, what? Am I the leader now? We're orphans. The first thing you learn is you gotta watch out for yourself. Come on, Pinello. You know it as well as I do. Hey, you give that back. What do you think you're doing? I thought that this money was the people of Dalmasca's property. The Imperials stole it from us, so it's only fair that we take it back. It's our duty as Dalmascans. Well, wasn't that what you said? Yeah, but I never said anything about taking it back from me. This is for that bread you took the other day. Just because I help Magello out every now and then, it doesn't mean that you get to eat for free too, you know. I know that. You think I like living like this? One of these days, I'll fly an airship of my own. I'll be a sky pirate, free to go where I will. Well, be careful. You'll never fly anything if you're rotting in a dungeon. Oh, Magello had some errands that need doing. He wanted you to drop by his place. It might be a good idea to lend a hand. So, hier sind wir nun im königlichen Ravenastre. Oder wie man das ausspricht. Also ich spreche es mal auf Englisch aus, weil ich habe keinen Plan, wie man das wirklich ausspricht. Also, wenn ihr was einzuwenden habt, dann wendet euch an die Kommentare. So, das leuchtende Kreuz auf der Karte ist das nächste Ziel. Hat man sich einmal verlaufen, ist diese Karte ein guter Wegweiser. Was will er wohl? Auf zu Migellos allerlei. Okay, dem Menü wurde die Rubrik Weltkarte hinzugefügt. Wunderschön. So, und jetzt können wir uns frei hier bewegen. Die Gefährten werden ausgerüstet. Hier kann ihnen flugs die beste Ausrüstung angelegt werden. Schauen wir mal, was der so hat. Anlegen. Mit Trischwert haben wir nichts Besseres. Lederhut, Lederhemd. Ja, haben wir nichts Besseres. Dann haben wir jetzt hier nur noch die Weltkarte. Bis jetzt erforschte Gebiete. Zum Beispiel hier. Können wir nochmal die Karte angucken. Und da müssen wir jetzt hin. Wir können noch durch einige Läden schauen. Wenn ihr wollt. Ich kann euch ja mal ein bisschen was zeigen. Zum einen geht's hier zu einem Magie-Shop. Zu Juglis magische Welten. Ich sollte... Achso, okay, wir können hier doch nicht rein. Wir müssen doch erst zu Migello. Das ist so ein kleiner Shop. So ein Gemischtwarenladen, kann man schon sagen. Hier wird es, glaube ich, Itemladen genannt. Und da steht er auch schon. Ah, Vaughn, I was waiting. Pinello said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier in the morning. Perhaps he ran into some trouble out in the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight. So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem? The desert teams are trouble. I'd be sending you to early grave, my boy. No, I've arranged for some replacement goods from Tomage over at the Sand Sea. So you want me to go to the tavern to pick him up? Actually, I asked Kites to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too? I can't leave my shop and I've Pinello on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the Sand Sea and fetch Kites back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday. So, okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir in irgendeinen Shop kommen. Wir müssen jetzt erstmal zu Tomage dann. Aber schauen wir mal in Amals Waffenkammer. So.
Hier können wir shoppen. Amal. Ich glaube, wir können sogar hier ein besseres Schwert gibt sogar. Das wäre hier oben rechts, sieht man, Attacke würde plus 2 sein. Und das Breitschwert ist, hat Attacke 15. Unser Schwert, ich glaube, wir haben Mithril-Schwert, ist nur 13. Und das können wir uns ja später kaufen, wenn wir Geld haben. Aber wir begeben uns als erstes zu zum Sandmeer, denke ich, zu dieser Taverne. Und ab zu Tomasch. Denn wir müssen die Bestellung von Miguelo entgegennehmen und sie ihm bringen. So, da können wir jetzt auch noch kurz reingucken. Das war ja dieser Magieladen. Da können wir nun auch endlich rein. Juhu, wir freuen uns alle. So, hier sehen wir schon Jugli. Was? Verzeih, aber wir stecken noch in den Vorbereitungen zur Öffnung. Okay, gut, dann können wir erst später. Ist okay, ich sieh's ein. So, da lang und hier nach, nee, hier nach rechts. Und ab zur Taverne zum Sandmeer. Da muss auch hoffentlich irgendwo Kai zocken. Oder Kites, also ich sag Kites. There you are, Kites. Stop loafing around. Look, Vaughn, look! This is it! This is why Miguelo's courier didn't get here on time. A creature spotted in the Ester Sand. What is that thing? Ah, Vaughn! Miguelo sent you too, did he? He's a busy man these days, that Miguelo, if I dare say so myself. I don't envy him the work, though. Not a bit. Quite the affair throwing a banquet to welcome the Imperials, eh? Welcoming? We should be... whatever. Say, Tomasz, what's this? Nah, don't remind me. Got some nastiness out there in the Ester Sand. What's stopping our couriers? And that means shortages all around. Thought I'd put up a bill, offer a reward to anyone who can knock that nasty back in its place. Now that's work. Sounds 10 times better than running errands for Miguelo. That's right. Vaughn, you should give it a shot. And you should be getting back to Miguelo. Now, Kites. He was waiting for you. Oh, right, right. Okay, pass gut auf, Vaughn. An dieser Anschlagtafel findest du eine Reihe von Steckbriefen. Das sind Aufträge zu Monsterjagd. Sozusagen eine Kopfgeldjagd auf besonders gefährliche Ungeheuer. Ein Monster, das zur Jagd ausgeschrieben ist, wird Mob genannt. Den Steckbrief von Streunertomate habe ich ausgehängt. Dieser Mob wurde also von mir im Auftrag gegeben, also ist er der Auftraggeber. Willst du es noch genauer wissen? Bin ganz Ohr. Erstmals gilt es, den Auftrag an Land zu ziehen. Wenn du einen Mob nämlich einfach so erledigst, bringt dir das keinen müden Geld. Vor der eigentlichen Jagd musst du den Auftraggeber aufsuchen und mit ihm über Honorar und Kondition des Jobs verhandeln. Die Jagd auf Streunertomate zum Beispiel gab ich in Auftrag. Du kommst also zu mir und regelst das Vertragliche. Das wäre hiermit geschehen. Auf Grundlage der erhaltenen Infos ziehst du dann los und erledigst den Mob. Danach zurück zum Auftraggeber, um Bericht zu erstatten. Kinderleicht eigentlich, oder? Ich gebe dir außerdem noch ein nützliches Hilfsmittel, um den Überblick über all deine Mob-Aufträge zu erhalten. Über das Menü hast du Zugriff darauf. So, den Clan-Bericht erhalten. Dem Menü wurde die Rubrik Clan-Bericht hinzugefügt. Außerdem kriegst du noch das hier. Sieh es als Geschenk zum Feuer deiner ersten Mob-Jagd. Einen Oruake-Reif erhalten. Doch leider kannst du damit im Moment noch nicht anfangen. Ne Ahnung warum? Genau, dir fehlt noch die entsprechende Lizenz. Lizenzen sind die Berechtigung zur Nutzung von Waffen, Magie, Techniken und allen Ausrüstungsgegenständen. Der Besitz eines Schwertes oder eines Zaubers allein nützt dir gar nichts ohne die jeweilige Lizenz. Das gilt auch für den Oruake-Reif. Du wirst wissen, wie du ihn ausrüsten kannst? Okay, probieren geht über Studieren, sage ich immer. Am besten, wir versuchen es gleich mal zusammen. So,
Lizenzen können jederzeit im Menü erworben werden, nachdem bestimmt wurde, welcher Gefährte eine Lizenz erstehen soll. Da du heute allein unterwegs bist, Vaan, zeige ich dir auf deinem Lizenzbrett, heißt da, wo wir die Lizenzen aktivieren können, wie man neue Lizenzen erwirbt. Bitte X drücken, um Vaans Lizenzen anzusehen. So, hier sehen wir das ganze Lizenzbrett. Das ist das Lizenzbrett. Anhand der Felder lässt sich erkennen, welche Lizenzen bereits erworben wurden oder welche wohl behütet auf dem Brett verborgen liegen. Die mit einem Stern versehenen Lizenzen sind bereits von dir erworben worden. Das sehen wir hier zum Beispiel. Clown haben wir schon erworben. Ja, das bin nicht ich, das ist Auto, sehen wir oben rechts. Oder hier zum Beispiel, bei den leichten Rüstungslizenz Nummer 1 können wir einen Lederhut und einen Lederhelm ausrüsten. Und bei der Militärschwertlizenz ein Mithrilschwert, das wir ebenfalls ausgerüstet haben. Wie du siehst, befähigen dich deine bisher erworbenen Lizenzen dazu, ein Lederhemd und ein Mithrilschwert zu tragen. Außerdem beherrschst du die Technik Clown. Bald wirst du weitere Lizenzen erwerben können. Aha, hier sehen wir eine Mithrilklinge. Eine erworbene Lizenz bedeutet lediglich, dass du zum Beispiel den Umgang mit einer Waffe erlernt hast. Solange du diese nicht besitzt, erscheint sie in ausgegrauter Schrift und muss noch erstanden werden, so wie die Mithrilklinge. Magien, Waffenrüstungen und Techniken werden in den entsprechenden Läden erworben. Magien und Techniken sind recht praktisch, zumal bereits, dass das Erwerben der Lizenzen zum Ausführen befähigt. Heißt, um das Zeug einzusetzen, brauchen wir einmal die Lizenz dafür und zum anderen müssen wir die auch gekauft haben oder irgendwo erworben haben. Und nun lass mal deinen Blick links oben in die Ecke schweifen. Das sind die sogenannten Lizenzpunkte, mit denen neue Lizenzen auf Feldern erworben werden, die an bereits aufgedeckte Felder grenzen. Da oben sehen wir LP. Lizenzpunkte haben wir 6 davon. Ja, da steht überall diese 20. Heißt, wir brauchen 20 Lizenzpunkte, um diese Lizenz zu erwerben. Hier steht es auch. Diese Lizenz kannst du zum Beispiel gleich jetzt erwerben. Probier es aus. Dazu brauchen wir 5 Lizenzpunkte und wir haben 6 zur Verfügung, also können wir es gleich ausrüsten. Warum holst du denn nicht die Access War Lizenz 1? Die holen wir uns aber. Die Richtungstaste bewegt den Zeigefinger, um das Lizenzbrett abzuwandern. Kauf dir nun die Access War Lizenz Nummer 1. So, nach oben und Oruake Reif Access War Lizenz 1 erwerben. Da werden wir nochmal nachgefragt, ob wir das wirklich machen wollen. Und dann drücken wir Ja. So. Perfekt. Fantastisch, nun bist du in der Lage, den Oruake-Reif anzulegen. Aber Vorsicht, vergiss das Anlegen bloß nicht, Junge. Die anliegenden Felder können jetzt auch angewählt werden, sodass du im Verlauf des Spielabenteuers neue Lizenzen erwerben kannst. Heißt, wenn wir eine Lizenz erwerben, können wir die Felder drumherum, werden sie sozusagen freigeschaltet und wir können sie nun auch erwerben. Die kosten dann halt, je nachdem, Lizenzpunkte. Für den Kauf weiterer Lizenzen fehlen dir zurzeit die nötigen Lizenzpunkte. Bei erfolgreich bestandenen Kämpfen wirst du unter anderem mit Lizenzpunkten belohnt werden. Geh sparsam mit ihnen um. Wo wir gerade dabei sind, drück doch mal Viereck. Vaans Fertigkeitenliste mit Viereck. Okay. Hier sehen wir schon die ganzen Fertigkeiten, was wir bis jetzt haben, aber ja, wir haben jetzt nichts wirklich viel. Es ist doch durchaus praktisch, wenn man Überblick über seine eigenen Fähigkeiten hat, nicht wahr? Ja, schon. So, das soll für eine erste Unterweisung genug sein. Die ersten Mobs dürften dir eigentlich keine Schwierigkeiten bereiten. Okay, dem Menü wurde die Rubrik Lizenzen hinzugefügt. Gut, Vaan, kümmere dich um Streunertomate und, ach ja, um aus der Stadt zu kommen, wirst du denn hier brauchen. Zeig ihn der Wache am Tor. Ja, gib mal her. Ja, den Passierschein erhalten. Betrete die Wüste vom Osttor her und erstatte mir Bericht, wenn die Sache gelaufen ist. Dann bekommst du die Belohnung. Okay, Jagd auf die Streunertomate. Genau, das wird jetzt jedes Mal kommen, wenn wir einen Auftrag annehmen. Versuche den Oruake-Reif anzulegen. Gegenstände können über die Rubrik Ausrüsten im Menü an abgelegt werden. Falsch. So, jetzt haben wir auch schon einige Sachen mehr. Hier ist unser Lizenzbrett. Sehr schön, gell? Ja. So.
haben wir noch einen Clanbericht zum Beispiel. Versteht man darunter eine Mobliste, also Mobs, die wir bis jetzt angenommen haben, also Mob-Aufträge. Sieht man hier alles. Dann Monsterkatalog. Zum einen, was wir hier alles für Gegner besiegt haben. Dann eine Abenteuerfibel, wie man hier sozusagen Tutorials kann man nochmal durchlesen. Und ja, ich würde sagen, dann beende ich den Part hier an dieser Stelle, weil ich müsste ja auch mal wieder eine Pause machen, ne? Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüssikowski!